Warum haben wir eigentlich gar keine vernünftige Jacke? Oh, unsere Mütze sieht auch nicht gut aus. Sobald wieder hell ist. Oh, wir haben gar keinen Schal an. Müssen wir irgendwie mal ein paar Sachen reparieren. Die ruht sich niemals bis zum Ende der Nacht aus. Niemals. Oder doch? Naja, fast. So. Karton? Nein, ich brauche keinen Karton. Ich will mir jetzt mal einen anderen Karton suchen. So, ne, da habe ich... Hier, das ist jetzt unser Feuermachschrank. Gilt das eigentlich auch als Brennstoff? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, ein bisschen was sollte man mitnehmen für unterwegs, falls wir irgendwo ein Feuer machen müssen. Wie viel Zunder brauchen wir denn für unseren Schneesturm? Och, haben wir fast komplett. Okay. Ja, ich wünschte, ich könnte... Ach, ich zerreiß einfach Sachen, bis es hell wird. Ich hoffe, wir finden gleich eine Laterne. Aber Laternenöl, da hat es auch Priorität erstmal... Nein, ist immer noch dunkel. So, wir haben eine Jacke, wir haben einen Pulli, wir haben Schuhe, Mütze, Schal, Handschuhe, Hose, Unterhose, Socken. Dieser Pulli dürfte besser sein als dieser, wenn er erstmal repariert ist. Was im Moment nicht geht, weil es ja dunkel ist. So. Wird es jetzt auch mal irgendwann hell? Bitte. Nein. Irgendwie nicht. Ah, jetzt. Okay. Zumindest mal diesen Pulli reparieren. Einmal kurz. Ja, durstig, hungrig. Alles wird gut. Okay. Jetzt geht es dem doch schon wieder besser. Die Mütze muss auch nicht zerfallen. Also, ich weiß, grundsätzlich wird eine Mütze, die um die 20% hat, noch eine Weile halten. Wenn wir aber von einem Wolf angefallen werden, gehen solche Sachen wahrscheinlich dann sofort kaputt. Und das wäre irgendwie sehr ärgerlich. Deshalb ein bisschen intakte Klamotten wäre nicht schlecht. Ich glaube, jetzt ist zumindest alles... Nein, die Unterhose hier noch nicht. Jetzt gleich ist alles im weißen Bereich. So. Essen, trinken, dann geht los. So, dann würde ich sagen, wir gehen als erstes an, zu diesem Haus auf dem Hügel. Haben wir jetzt hier noch irgendwas, was wir direkt hier lassen können? Streichhölzer hatten wir auch irgendwie eine gewisse Menge, die wir sammeln sollten, ne? 25. Gucken wir mal, dass wir schon mal ein paar hier lassen. So, das müsste es gewesen sein, ne? Ja. Gewehr, Gewehr, Patronen, Beil, Laterne. Ja, die hätte ich auch gerne. Laterne fände ich jetzt echt super. Und, naja, anfangen Holz zu suchen kann ich natürlich auch erst, wenn ich... Liegt da was? Nein. Wenn ich ein Beil habe. Das heißt, ich habe jetzt gar nicht geguckt. Fällt mir jetzt gerade so auf. Habe ich das nur nicht beachtet? Oder lag an den Kaminen in den Häusern überhaupt gar kein Holz? Da liegt doch normalerweise immer Holz, oder? Dann könnten wir uns da schon mal bedienen. Hat das Haus da einen Kamin? Ich weiß es gar nicht. Ich gehe doch mal einmal auf dem Weg jetzt hier rein und gucke in den Häusern, ob ich da jetzt... Habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, neben den Kaminen zu gucken, ob die da Holz liegen haben. Feuerholz. Okay, das Haus hat gar keinen Kamin. Hallo? Aber das da hinten hat, glaube ich, einen Kamin. Da könnten wir dann... Stücke. Einmal gucken. Ich hoffe nicht, dass ich da jemanden habe knurren hören. Ich habe jetzt keine Zeit für sowas. Elegant über den Zaun. So, ich würde sagen, wir kramen dann jetzt hier so ein bisschen bei Coastal Highway rum. Und wenn wir hier zumindest die nahegelegenen Häuser, ne, kein Holz, abgesucht haben, würde ich fast sagen, wir machen uns auf den Weg nach Desolation Point. Das ist nicht ganz so weit, glaube ich. Ne, eigentlich geht's.
Meine Güte, dieses Gequietsche. Und da haben wir, glaube ich, ganz gute Chancen auf Werkzeug, Lampe, Beil und so. Ich hoffe natürlich, dass wir auch in einem der Häuser hier noch eine Lampe finden können. Das fände ich schon super. Aber man weiß es ja halt nicht. So, und die Fischerhütten müssen wir natürlich noch absuchen. Da findet man ja hin und wieder auch ein Jagdmesser und so. Jaha, neuer Ort entdeckt. Ich frage mich übrigens, ob die Tankstelle so ein guter Ort ist, um da zu bleiben während eines Schneesturms. Sollte man sich nicht irgendwie, also wenn das wirklich so ein Sturm ist, wo man befürchten muss, dass Bäume umfallen und so, sollte man sich da nicht irgendwie einen Keller suchen? Ich würde es, glaube ich, tun. Brandbeschleuniger. Das ist gut. Gilt eigentlich Lampenöl dann auch, wenn die hier sagen, fünfmal Petroleum? Aber das ist ja das Lampenöl. Ich meine das andere, diese Kanister. Ist das ein Substitut? Oder wollen die wirklich dann nichts in der Mikro? Oh, eine Lampe. Das finde ich gut. Das weiß ich sehr zu schätzen. Kühlschrank. Limo, sehr gut, steht drauf. Nein, nein, nein. Ofen noch. Dann müssen wir einmal nach oben. Und hoffen, dass der Hausherr eine Knarre besitzt. Ein Gewehr brauchen wir nämlich auch noch. I'll take it. Ja, damit könnten wir unsere Schuhe reparieren. Ich sehe jetzt gerade keine Waffe. Schal. Ich kann jetzt ehrlich gesagt nicht einschätzen, wie knapp diese Herausforderung zeitlich wird. Erstmal ist es ja nicht so schwer. Erstmal verhält es sich ja tatsächlich wie grundsätzlich in der Sandbox. Man guckt, dass man erstmal ein paar Vorräte findet, dass man die irgendwo hortet. Gut, wir sind jetzt nicht frei in der Wahl unserer Basis, sondern müssen die Tankstelle nehmen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, die ersten Ingame-Tage machen wir halt, was wir in der Sandbox immer tun. Wir laufen rum und sammeln Sachen. So, was haben wir denn hier Tolles gefunden? Lederstiefel, 1 Grad, Thermostiefel sind besser. Unser Schal ist besser als der, den wir gefunden haben. Das ist besser als das, was wir haben. Aber immer noch nicht wirklich toll. Deshalb, naja, eine bessere Jacke, da würde ich mich schon ein bisschen drüber freuen. Muss ich gestehen. So, dann gehen wir jetzt zu den Häusern. Huch. In die Richtung. Ich bleib mal hier oberhalb, damit ich. Was sind das immer für Geräusche? Damit ich im Zweifel den Bären rechtzeitig sehe. Oh, so lange kann ich hier gar nicht oberhalb bleiben, sehe ich gerade. So lange geht das gar nicht. Ich würde aber sehr gerne oberhalb bleiben. Und gucken, ob ich den Bären sehe. Jetzt ist da eine Höhle? Nein, ich dachte schon. Oder doch? Ich muss da jetzt mal einmal hin. Ich weiß, ich habe eigentlich gar keine Zeit jetzt für Erkundungen. Ich frage mich, ob ich schon mal jemals hier oben war. Ich glaube nicht, oder? So weit nach oben geklettert bin ich hier, glaube ich, noch nie. Gut, hier ist ja scheinbar auch nichts. Ist die Welt besser aus, als würde es da in den Felsen reingehen. Tut's aber nicht. Na gut. Dann eben nicht. So, und jetzt hier nach Bärenausschau halten. So, ich glaube, 3 Bären soll es mittlerweile hier geben. Einer ist ja immer in der Nähe von der Kreuzung.
Das ist kein Bär. Einer treibt sich manchmal da hinten an den Häusern rum. Der ist allerdings dann auch manchmal auf dem See. Und da würde ich ihn jetzt natürlich dann gerne sehen, damit ich weiß, dass er sich nicht an den Häusern rumtreibt. Ich weiß auch nicht, wie angriffslustig der im Challenge-Mode ist. Also ich denke mal, die sind hier die Tiere dann quasi wie auf der durchschnittlichen Schwierigkeitsgrad. Ich glaube nicht, dass die alle auf Stalker sind. Ich glaube, dann wären die Wölfe auf dem See doch schon mal bei uns vorbeigekommen. Okay, die Rehe sind recht geschmeidig, also gehe ich davon aus, hier ist kein größeres Tier in der Nähe. Das Gefährlichste im Moment sollte dann hier. Ich glaube, ich sehe den Bären. Aber das kann auch irgendein anderes Tier sein, was ich da jetzt gerade vor dem Felsen stehen sehe. Eventuell ist er das. Ja, ich glaube, das ist er, oder? Okay, wenn der da ist, ist ja gut, dann ist er nicht hier. Macht Sinn. Es sei denn, der kommt jetzt hierher und wartet dann auf mich, wenn ich aus den Häusern, die ich durchsucht habe, wieder rauskomme. Das wäre dann natürlich auch nicht so doll. Ach, Hase. Ah, das braune Kaninchen des Todes hat mich erschreckt. Ach ja, Watership Down. Einer der grauenhaftesten Filme, den ich je gesehen habe. Da war ein Wolf. Aber okay, er hat sich mit dem Hasen angefreundet, dann lassen Sie mich ja vielleicht noch in Ruhe. Rede ich mir jetzt ein. Die beschäftigen sich jetzt miteinander. Dann werden weder der Hase noch der Wolf Interesse daran haben, mich zu essen. Und gerade bei diesen Hasen weiß man ja nie. Dieses Pfannkuchenbild, ne? Ich weiß nie so recht. Ich meine, klar, jeder will seine Liebe für Pfannkuchen ausdrücken, aber mit einem Bild? Ich weiß ja nicht. Ist auch nicht unbedingt das Lebensmittel, das Nahrungsmittel, was ich am meisten liebe. Ich bräuchte dann ein Ich liebe Käseschild, glaube ich. Ich finde Käse gut. Aber andererseits finde ich auch Mett gut. Ich würde zu viele Sachen mögen, glaube ich. Dann wäre meine ganze Küche zugepflastert mit so Bildern. Ich liebe Käse, ich liebe Schinken, ich liebe Sushi. Würde nicht mehr aus den Liebesbildermalen herauskommen. Limonade. Ich liebe Limonade, müsste da auch hängen. Sardinen. Ja, okay, jetzt haben wir viele Schuhe. Stehen die zufällig auf unserer Liste? 400 Paar Schuhe? Könnte ich gleich bald mit dienen, glaube ich. Oh, Essen brauchen wir echt viel. Gut, aber andererseits, wir müssen das Fleisch ja scheinbar nicht mal grillen, damit es gewertet wird. Sei denn, es verfällt dann in den 30 Tagen und gilt dann nicht mehr. Aber ich glaube, so schnell vergammelt auch rohes Fleisch in einem Behälter nicht. Nö. Ah! Kann alles in Brand stecken. Gut. Erdnussbutter ist gut. Das hat viele Kalorien. Und hier werden wir auch. Mütze. Ich glaube, das ist eine bessere Mütze, als wir haben. Ja, denn die hat auch so ein Wind-Chill-Bonus-Dings. Das ist sehr gut. Moment, war da jetzt noch eine ungenutzte Schublade? Nein, haben wir alle. Meine Limo. Ist das hier eigentlich auch eine Schublade? Nein. Meine Limo, Wasser. Nässe. Sehr gut. Ein bisschen Valium hat auch noch keinem geschadet. Ein bisschen mehr Valium hat durchaus schon Leuten geschadet. Ja. This park is getting kind of heavy. Ja, jetzt gehen wir aber noch das eine Haus da durchsuchen, ne? Warte. Aha. Ist ja normal, dass man unter seiner Couch erstmal eine Signalfackel versteckt. Da hier irgendwo ein Wolf war.
Vielleicht war der auch auf dem See und das klang nur sehr nah. Brauchen wir das auch? Ich glaube nicht. Ich will es trotzdem haben. So, ich sehe jetzt... da ist Wolf. Ich wollte gerade sagen, ich sehe weder Wolf noch Bär, aber Wolf habe ich dann doch gesehen. Ziehen wir uns doch erstmal zurück. Ich meine, ich weiß, die Wölfe, mit denen werden wir im Zweifel wahrscheinlich fertig. Obwohl, wir haben noch keine Waffe, ne? Kein Jagdmesser oder so gefunden. Das ist voll gemein. Du denkst, hier liegt Limo und dann ist da gar keine Limo. Roher Fisch, sehr gut. Ich meine, bereits zubereiteter Fisch wäre natürlich auch hilfreich. Denn ein bisschen was essen müssen wir ja auch während der 30 Tage, in denen wir uns auf den Schneesturm vorbereiten. Könnte also nicht schaden. Nein. Wenn wir so Sachen finden, die halt viele Kalorien auf einmal geben. Ja. Wenn irgendwie so ein Riesenfisch ist, dann hast du, glaube ich, den ganzen Tag genug Kalorien. Allerdings sollte man den nicht roh essen. Lampenöl finde ich gut. Hä? Achso, da hat man schon reingeguckt. Wer schmeißt denn die gute Gipfelbrause einfach auf den Boden? Ach, da war ich schon dran. Wer macht denn sowas? Lampenöl, Tomatensuppe, Zeitung, ja gut, die nehme ich jetzt irgendwie. Ja, okay, sie hat Hunger. Bin so damit beschäftigt, Vorräte zu sammeln, dass ich vergesse, sie zwischendurch mal zu füttern. Das ist auch nicht so gut. Den gammeligen Hering tun wir später dann. In... das Dings in die Tankstelle. Nee. Was können wir denn noch mal essen hier? Dann nähern sich Durst und Hunger zwar ein bisschen an, aber ich glaube, sie übersteht's. Zumal hier noch mehr Gipfelbrause liegt. Buchzeitung. Hallo? Hast du zufällig ein Jagdmesser oder so? Ich glaube, ich habe noch keins. Ich bräuchte mal eins. Nein? Nein. Denn falls so ein Wolf mal ein Stück Reh zurücklässt, wäre es ja schön, wenn wir das dann auch ausnehmen könnten und in unser Spinnen tun könnten. Unseren Spinnen tun könnten. Hm. Okay. Wie wäre es mal mit einer vernünftigen Jacke? Im Ernst? Das ist eine vernünftige Hose. Ist natürlich ärgerlich, weil wir jetzt schon Zeit und Material verwendet haben, um die Jeans zu reparieren. Ich hoffe, die Cargo-Hose ist dann jetzt nicht so kaputt. I can barely walk with this much gear. Jetzt stelle ich mir nicht so an, ich kümmere mich ja jetzt. So. Ja, okay. Ist nicht super, aber selbst in halbiertem Zustand noch besser als noch genauso gut wie die Jeans. Okay, sie muss sich jetzt hier gleich immer ein bisschen ausruhen, damit sie noch nach Hause findet. Nein, halt! Halt, halt! Das wollte ich doch jetzt gar nicht machen. Ich weiß immer noch nicht, warum nicht... Ach, egal. So. Das sind brauchbare Lederstiefel 08, neue Lederstiefel 1.0... Die sind immer noch besser. Mach die jetzt einmal kaputt. Nee, das dauert zu lange. Das mache ich irgendwann mal abends. Aber dann lasse ich trotzdem mal diese ganz schweren Stiefel zurück. Denn dann reichen uns ja wahrscheinlich auch die, um Material zu gewinnen, ne? Die müssen wir ja jetzt da nicht ewig und ständig immer wieder reparieren. Aber, naja. Ja, wir müssen vielleicht erstmal zurück zur Tankstelle. Wie viel schleppt... Oh, sie schleppt viel Kram, viel Kram. Das Buch lassen wir hier.
Daraus machen wir einmal Zunder. Dann, ja, mach aus allem Zunder, bitte. Was wollte ich jetzt machen? Genau, gucken, was hier noch so schwer ist. Nein, das macht alles. Okay, wir schlafen jetzt erstmal, damit sie wieder laufen kann. Dann gehen wir erstmal zurück zur Tankstelle und lassen da unseren Kram zurück. So, oh, jetzt hat der Kerl mich ein bisschen erschreckt. So, wir gehen. Was schmatzt du schon wieder? Hast du schon wieder so einen Durst? Ich glaube, wir bleiben über Nacht hier. Ich will mich nicht darauf verlassen, dass die Fackel das Viech verjagen würde. Ich glaube, ich finde es hier über Nacht, das wird bestimmt nett. Guck mal, dann können wir auch doch diese Stiefel kaputt machen. Machen wir uns hier einen schönen Abend beim Zerfetzen von Sachen. Ja, das wird gut. Dann können wir uns die Haare flechten und über Jungs reden und so. Das hätte jetzt auch schief gehen können, wenn er etwas näher an der Tür gewesen wäre. Ich habe jetzt ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Nur ein bisschen. So. Das sind meine Superschuhe. Okay, Erfolgschance. Mal sehen. Ja, guck. Jetzt sind sie doch schon wieder etwas besser intakt. Dann machen wir die jetzt auch noch kaputt. Reparieren können wir dann zwar nichts mehr, aber was soll's. Weil es ja jetzt schon dunkel ist. Ich weiß, es ist realistisch, aber das war eigentlich ganz angenehm, dass man sich dann auch im Dunkeln durchaus mal hinsetzen konnte. Und ein bisschen was reparieren konnte. Jetzt müsste man dafür dann wahrscheinlich mal Petroleum verschwenden. Naja, es ist ja dann nicht verschwendet, sondern einfach nur verwendet. So. Ja, gucken mal, wie lange sie schläft. Machen wir mal 4 Stunden. Nicht, dass sie uns wieder mitten in der Nacht senkrecht im Bett sitzt. Oh Mann, nehme ich schon lange auf. Oh Mist. Oh Mist. Ja, Moment. Was wollte ich tun? Genau. Essen, trinken. Ich esse jetzt keinen gammeligen Fisch, aber danke fürs Angebot. Das ist irgendwie so drin, dass man als erstes die Sachen essen möchte, die nicht mehr so gut sind. Ich mache das jetzt auch. So, und nochmal trinken. Oh Mann. Jetzt nehme ich doch schon wieder sehr lange auf. Wisst ihr was? Ich mache jetzt hier mal einmal eine Pause. Entschuldigt, dass ich mich dann im letzten Video nicht von euch verabschiedet habe. Ja, ja, komplett erholt aufgewacht. Denn ich werde das dann wieder teilen. Tut mir leid, ich habe jetzt wieder gar nicht auf die Zeit geachtet. Ja, ich hoffe, wir kommen hier lebend aus diesem Haus raus und der Bär lauert da jetzt nicht auf uns. Ansonsten, vielen Dank fürs Zusehen, danke für eure Zeit, passt gut auf euch auf und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!